Der Psychopath schickt einen Soziopathen als Unterhändler und dieser wiederum sucht sich einen grandiosen Narzissten und macht ihm ein lukratives Angebot und der dann wiederum wickelt mit seiner Anziehungskraft als grandioser Narzisst in der Funktion des Lobbyisten die ganzen unterwürfigen und mitläuferhaften und anhänglichen, anhängerhaften Narzissten um seinen Finger, also die sogenannten ängstlichen Narzissten, die fressen ihm dann alle aus der Hand, egal mit was der noch so daherkommt, und dann hängen alle an einer Kette, nicht gerade die schönste Verkettung, die man sich so vorstellen kann, aber das hebt, wie der Schwabe sagt, also das hält fest, das hält so fest wie die Struktur, die man in einen Diamanten geschliffen hat. Der ängstliche Narzissmus, der im Grunde feige Narzissmus, macht uns zum Michel, dass wir lieber nur bei anderen mitmachen wollen, dass wir uns lieber hinter anderen verstecken wollen, dass wir Angst vor Ablehnung haben, das alles macht uns zum Michel. Der Michel hat Angst, Zweifel zu äußern, der Michel hat Angst davor, Kritik zu üben, der Michel hat Angst, offen zu widersprechen, hat Angst vor Disput, hat Angst vor Diskussionen, hat Angst, die Autoritäten in Frage zu stellen, hat Angst, von den Autoritäten als unfolgsam betrachtet zu werden, hat Angst, sich querzustellen. Der ängstliche Michel schaut immer, was die Herde macht und macht da lieber mit. Das ist der sogenannte Herdentrieb. Jetzt braucht es nur noch ein paar schlechte Schäfer an der Spitze der Pyramide, dann läuft alles in die Scheiße. Aber voll rein in die Scheiße, das läuft so stockvoll in die Scheiße, dass man heulen könnte. So kann die Menschenmasse so eine richtige kollektive Arschbombe in die Scheiße machen. Die ganze Welt kann man so in der Jauchegrube versenken, dass die Scheiße hochspritzt bis ans Firmament. Und dann kann es noch jahrelang Scheiße regnen. Da tropft die Scheiße von den Sternen auf die Welt. Oder auf das, was davon übrig geblieben ist. Saurer Regen, was war das nochmal? Saurer Regen ist nichts dagegen, da kommt noch Scheiße. Da wird ein Scheiße-Regenschirm nicht helfen und ein Scheiße-Schutzschirm wird da auch nicht helfen. Da wird noch eine richtige Dusche aus Scheiße kommen. Ja, tja, ja, so eine Scheiße, aber alles andere wäre Beschönigung. Scheiße-Explosion müsste man eigentlich sagen oder Scheiße-Inferno. Tieftauchen in der Scheiße, Weltrekordversuch. Hey Michel, sag doch nicht immer nur Ja und Amen zu allem, was man dir erzählt oder verkaufen will.